Max, erzähl mal bitte, wie es im Olympischen Dorf abgeht. Ja, im Olympischen Dorf damals hatten wir leider nur, ich glaube, 4 Tage waren es, da wir die ganze Zeit woanders gespielt haben, an anderen Spielstätten waren und nur die letzten 4 Tage beim Finale dann in Rio sein konnten. Da sind schon viele Athleten leider abgereist, deshalb haben wir nicht mehr so viel mitbekommen. Nichtsdestotrotz war es aber ein super Erlebnis einfach und ja, woran ich mich gern dran zurückerinnere und ja, es hat trotzdem Spaß gemacht, das alles mal zu sehen. Ja, ich glaube, das Finale einfach, das war so gigantisch, vor so einer Stimmung zu spielen, wo es um so viel ging, um die goldene Medaille. Also das war schon echt was ganz Besonderes. Du hast unser erstes Tor der Vorbereitung gemacht. Schulst du jetzt zum Stürmer um? Ich glaube nicht, dass ich noch Stürmer werde in meiner Karriere. Ich fühle mich jetzt auf der Position, ob es die Sechserposition ist, die Achterposition oder vielleicht noch irgendeine andere Position, die ich schon mal gespielt habe, fühle ich mich sehr wohl. Und ja, letztendlich ist es ja völlig egal, wer die Tore schießt. In dem Fall war es ich halt. Und ich hätte natürlich aber auch nichts dagegen, wenn ich weitere Tore schieße. Was ich über Max sagen kann, ist, dass er sehr bodenständig ist und ein super Typ auch neben dem Platz. Das ist natürlich sehr nett. Ich fühle mich geehrt, wenn ich sowas höre. Aber ich glaube, das höre ich nicht das erste Mal. Ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Ich bin, ja, wie schon gesagt, wurde ein ziemlich ruhiger und auch bodenständiger Typ, der weiß, was los ist, der sich selber gut einschätzen kann. Und ja, daran wird sich auch nichts ändern. Max, wie ist es mit 24 schon zu den Alten im Team zu gehören? Ja, da wir hier eine ziemlich junge Mannschaft haben, gehöre ich natürlich zu den Ältesten oder zu den Älteren, würde ich mal sagen. Also wenn wir jung gegen alt spielen, bin ich auf jeden Fall bei alt. Das ist jetzt das erste Mal in meiner Karriere so. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß oder ist auch mal was anderes, einer der Älteren zu sein, um vielleicht ein bisschen Verantwortung auch und, übernehmen zu können. Ja, es ist mal was anderes oder mittlerweile was anderes, vor allem mit 24 schon einer der Älteren zu sein. Aber es macht Spaß, mit so vielen Jungen in der Mannschaft zu spielen. Und man sieht, dass da extremes Entwicklungspotenzial dann auch da ist mit so vielen jungen Spielern. Also in Mannheim hatte ich auch schon eine relativ große Führungsposition. Das hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Nicht nur sportlich, auch neben dem Platz. Ja, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, das hat mir richtig gut getan und hilft mir auf jeden Fall weiter für meine weitere Karriere. Max, erzähl doch mal, wieso du immer Obst vor der eigentlichen Hauptspeise isst. Also ich habe mich seit, oder es ist eigentlich seit ich Fußball spiele, im Profibereich extrem mit Ernährung beschäftigt. Unter anderem auch durch andere Mitspieler, die ich kennengelernt habe, die auch ja, viel auf ihre Ernährung geachtet haben, weil es einfach, glaube ich, immer wichtiger wird und extrem wichtig ist auch einfach als Sportler. Dazu, zu der Frage, warum man Obst vor dem Essen essen sollte, ist relativ einfach erklärt, weil man soll mit den Sachen anfangen zu essen, die am schnellsten verdaut werden. Und da Obst am schnellsten verdaut wird, sollte man das zuerst essen. Falls man es nicht tut, ja, bleibt das Obst sozusagen im Magen, auf dem anderen Gericht, was man vorher gegessen hat, und fängt so ein bisschen an zu gären im Magen. Und das ist ein bisschen, ja, dann fühlt man sich ein bisschen unwohl. Mit mir am Tisch, der guckt immer ein bisschen komisch rüber, wenn ich ihm was erkläre. Max, Streusel Mohnkuchen oder Topfen-Nougat-Knödel? Boah, das ist ganz schwer. Also ich habe eine Vergangenheit mit Funky. Wir haben damals in der U-Nationalmannschaft haben wir so ein Café entdeckt, damals auf einer Länderspielreise. Und da gab es so, also wirklich richtig guten Streusel Mohnkuchen. Ja, den kriegen wir zusammen beide nicht mehr aus dem Kopf, weil der einfach so gut war. Jetzt hier im Restaurant, im Trainingslager, haben wir auch diese Knödel gegessen mit der Nougat-Füllung, die auch extrem gut waren, aber ich würde eher zu dem Streusel Mohnkuchen tendieren, weil ich auch ja, gerne mal ein Stück Kuchen esse. Das ist auf jeden Fall der Cheat Day. Sonst, der gehört normalerweise nicht in meinen Ernährungsplan. Deshalb wird es sich auch nur selten gegönnt.